Das Sebastianstor wurde einst auch Höllentor genannt. Es geht aufs 19. Jahrhundert zurück und wurde nach dem tragischen Erdbeben von 1743 wieder errichtet. Es ist dreigeteilt und hat vier Säulen im dorischen Stil, die scheinen, als ob sie den Himmel erreichen wollen. In der Mitte gibt es einen Halbkreisbogen mit den Wappen der einstigen Lehnsherren Pinelli Pignatelli und Della Chiesa. Das wunderbare Tor wird auch von der Statue aus lokalem Tuffstein von Schutzpatron von Galatone, dem heiligen Sebastian, verziert. Sie wurde vom Meister Pantaleo Latini gehauen, der sie herstellte und dem Dorf im Jahr 1859 schenkte.